Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kumpelt und unser Thema heute der Schnitt von englischen Strauchrosen. Moderne englische Rosen von David Austin gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt englische Rosen, die man als Duftrabatte, als Beetrose benutzen kann, kompakt. Es gibt die Strauchrosen, es gibt die Kletterrosen. Und bei den Strauchrosen möchten wir heute etwas näher auf den Schnitt eingehen. Der Schnitt von Strauchrosen ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Sie werden auf ca. 50 cm bis 1 Meter zurückgeschnitten jedes Jahr. Und zwar auf die Höhe, mit dieser Höhe, mit der Zurückschneidehöhe, steuert man die Endhöhe. Also die Pflanze setzt ca. 1 Meter auf, wie man hier sieht. Wenn man stärker zusammenschneidet, auf etwa 50 cm, wird der Strauch am Schluss 1,50 m. Wenn man etwas weniger stark zurückschneidet und das alte Holz älter lässt, höher lässt, dann wird der ganze Strauch vielleicht 2 Meter hoch. Also über die Schnitthöhe steuert man die Endhöhe des Strauchs. Und die Schnitthöhe ist irgendwo zwischen 50 cm und 1 Meter. Die Seitentriebe werden auf 1 bis 2 Augen zurückgeschnitten. Aus diesen Seitentrieben entstehen dann wieder neue Blütentriebe, so dass der Strauch auch voll wird, sich voll entwickelt und nicht nur einzelne neue Blütentriebe bildet. Also die Höhe mit der Heckenschere begrenzen auf die Höhe, die man will, also Endhöhe minus ca. 1 Meter. Jetzt muss ich noch meine Jacke retten. Die Seitentriebe auf 1 bis 3 Augen zurückschneiden. Dann noch ein Tipp, der Sommerschnitt. Wenn die Strauchrosen verblüht sind, lohnt es sich, sie relativ stark zurückzuschneiden. Ich würde sie auf etwa 50-70% des Neuzuwachses zurückschneiden, sodass sie sich im Sommer nochmal schön entwickeln, dass sie dann ab Mitte, Ende August bis in den Herbst hinein wieder einen blühenden, vollen Duftrosenstrauch haben. Das waren ein paar Tipps zum Schnitt von Strauchrosen von David Austin. Wie immer, diskutieren Sie mit, glauben Sie nicht alles, was ich erzähle, und gärten Sie weiter.